Start des Europa-Aktionstages mit der Fotoausstellung Die Schönheit der Blinden. Unter dem Motto Hashtag begegnet in Inklusion wir sind am Zug lädt Quedlinburg am 5. Mai zum Europa-Aktionstag des Landkreises ein. Im Rahmen dieses Aktionstages bietet die Stadt im Vorfeld und auch danach verschiedene Angebote für alle Interessierten an. Der Auftakt des Europatages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist diese Fotoausstellung in der Hartsparkasse. Feierlich eröffnet wird sie durch Oberbürgermeister Eberhard Brecht, der in seiner kurzen Ansprache betont, dass es darum geht, Barrieren abzubauen. Das heißt nicht nur Wege und Straßen barrierefrei zu gestalten, sondern vielmehr Barrieren im zwischenmenschlichen Umgang miteinander abzulegen. Also die Integration von Menschen mit Handicap in das alltägliche Leben. Dies dokumentiert Fotograf Carsten Hein auch mit seinen Bildern. Darauf zu sehen ist eine Modenschau von Blinden für Blinde. Ja, Sie haben richtig gehört, eine Fotoausstellung für Blinde. Das funktioniert natürlich nur in Kombination mit den ausgestellten Kleidungsstücken der Models. Die Besucher haben durch Anfassen der einzelnen Kleidungsstücke, die hier ausgestellt wurden, gesehen, wie Blinde auf Mode reagieren oder Mode begreifen. Es waren Textilien ausgestellt, Kleider, Hosen, Oberhemden, T-Shirts, die mit Brailleschrift bedruckt waren, durch eine spezielle Technik auch bedruckt waren, was wieder sehr interessant war, auch für die blinden Menschen, wie sowas dargestellt werden kann. Und ich habe wirklich sehr viele interessierte Besucher gesehen, die auf diese Weise ihre ersten Erfahrungen gemacht haben mit Brailleschrift überhaupt. Und natürlich sind sie auch ins Gespräch gekommen mit den blinden Menschen. Und es hat für beide Seiten gezeigt, dass es gut ist, sich auch auf diese Weise zu begegnen, miteinander zu reden und auf diese Weise auch Hemmschwellen zueinander abzubauen. Gelebte Inklusion, so lässt sich die Vernissage am besten beschreiben. Denn die Besucher, egal ob ohne oder mit Handicap, lernen hier viele neue Eindrücke voneinander kennen. Wie Künstler Carsten Hein auf diese Idee gekommen ist, erklärt er uns selbst. Ich habe ein Porträtprojekt gemacht, ein großes Porträtprojekt. Und wie ich so dabei war, habe ich mich gefragt, wie das wohl mit Blinden geht. Und dann habe ich mir den ersten Blinden gesucht und habe das ausprobiert und habe festgestellt, dass das sogar sehr gut geht und dass das sogar sehr interessant ist. Und daraus ergaben sich einfach diese ganzen Projekte mit den Blinden. Dass das jetzt für das Thema Inklusion so gut nutzbar ist oder für die Behindertenrechte so gut nutzbar ist, liegt auch daran, dass ich auf eine Truppe ausgesprochen selbstbewusster Blinder dabei getroffen bin. Also von blinden Menschen, die wirklich voll in der Gesellschaft integriert sind, die zum Teil auch politisch aktiv sind. Und für die das einfach sozusagen Lebensinhalt ist, auch ihre Rechte einzufordern. Nach ein paar kurzweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Bildern ist die Ausstellung dann für alle Besucher freigegeben. Dabei wird nochmals ganz klar deutlich, wie die blinden Gäste die Bilder sehen können, nämlich durch Fühlen. Diese Ausstellung ist aber nicht das einzige Projekt von Carsten Hein. Auch in Zukunft wird der Fotograf mit blinden Menschen zusammenarbeiten, denn gerade der Erfahrungsaustausch untereinander ist für ihn eine große Inspiration. Also dieses Thema Fotografie und Blindheit, das hat sich sehr ausgewachsen sogar inzwischen. Wir haben einen Bildbeschreibungsblog gegründet, wo Blinde Fotos hinschicken können, die ihnen von Sehenden beschrieben werden. Dieser Dialog, der wächst auch. Das gibt es inzwischen auch international, also in der englischen Plattform. Und ich habe jetzt gerade angefangen, das zweite Fotoseminar für Blinde zu machen, also wo Blinde mithilfe von Assistenz fotografieren. Und das ist auch wirklich ein Feld, was noch komplett unbeackert ist und wo sich wirklich auch Sachen daraus ergeben, die ich mir vorher auch nicht hätte vorstellen können. Ich habe das auch rein spekulativ gesehen. Ich hab auch so Geschichten gehört von blinden Fotografen, die angeblich Farben riechen können und Farben schmecken können. Irgendwie so alles Bullshit natürlich. Und wenn man das aber aus diesem unsauberen Bereich entfernt und wenn man wirklich mit Blinden über Bilder redet, das ist eine unglaublich lehrreiche Sache. Und zwar wirklich für beide Seiten. Also die Blinden erfahren dadurch einen Ausschnitt der visuellen Welt. Ich erfahre dadurch aber ganz viel über meine eigene Wahrnehmung. Ich werde nie so in Frage gestellt, was mein eigenes Sehen angeht, wie wenn ich das einem blinden Menschen gegenüber rechtfertigen muss. Wenn ich einem blinden Menschen ein Bild beschreiben muss oder begründen muss, warum ich was wie wahrnehme oder so, dann denke ich viel mehr über mein eigenes Sehen nach, als ich das von mir aus tun würde. Also es ist für mich als Fotografen wirklich auch eine Art Gratis-Fortbildung, fortlaufend.
Für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung sorgt die Band Blind Foundation aus Frankfurt. Die Gruppe lebt Inklusion, denn schließlich besteht sie zum Teil aus blinden Musikern. Auch hier wollten wir natürlich genauer wissen, wie funktioniert es eigentlich, ein Instrument zu spielen, ohne etwas zu sehen. Man muss natürlich erstmal so von dem Bewegungsablauf feststellen, wo welche Trommel ist oder welches Becken oder sonst irgendwas. Das ist aber eigentlich, sollte das schon längst passiert sein, wenn man anfängt irgendwie dann auch entsprechend in einer Band zu spielen, weil da hat man gar nicht mehr so die Ruhe oder Zeit oder sonst irgendwas. Das muss mehr oder weniger automatisch einfach an die richtige Stelle kommen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt mehr Zeit wie jetzt ein Sehender, glaube ich. Sehr viele Leute vergessen eigentlich, dass die größten Pianisten der Welt, also auch früher und heute, blind spielen müssen, weil die haben keine Zeit bzw. keine Chance, wirklich auf die Tastatur oder auf die Klaviertastatur oder auf dem Keyboard zu gucken, weil die sind halt die ganze Zeit damit beschäftigt, die Noten zu lesen, vor allem zu entziffern. Jetzt so bei großen Konzerten von Franz Liszt oder sowas, das geht so schnell, da haben sie überhaupt keine Zeit, auf die Tastatur zu gucken oder auf dem Klavier überhaupt. Eben, also neben den Noten auch noch den Dirigenten muss man ja auch noch beachten nebenbei. Also die haben, gerade Pianisten haben wirklich überhaupt keine Chance, auf die Finger zu gucken. Ein ganz besonderer Gast der Ausstellung ist Isabel Gaudes. Die Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt hier nämlich alle gesprochenen Inhalte, auch für taube Menschen. Ganz egal, ob die Einleitung des Oberbürgermeisters, die rhythmischen Songtexte der Band oder auch die Angaben des Fotografen. So wird die Ausstellung möglichst vielen zugänglich gemacht und der Punkt gelebte Inklusion nochmals unterstrichen. In den kommenden Tagen folgt in Quedlinburg dann ein abwechslungsreiches Programm in Bezug auf den Europa-Aktionstag. Dieses hier war heute die Auftaktveranstaltung für unseren kreisweiten Europa-Aktionstag, den wir in diesem Jahr am 5. Mai durchführen. Dazu treffen wir uns um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Quedlinburg. Die Veranstaltung wird eröffnet durch unseren Landrat Herrn Martin Skiebe. Und nach der Eröffnung wird sich ein Umzug durch Straßen bewegen und Rechte für Menschen mit den verschiedenen Handicaps einfordern. Dieser Umzug ist sehr interessant gestaltet. Wir haben auch in der Rückmeldung sehr viele Teilnehmer dabei. Bei diesem Europa-Aktionstag wird sich auch das kreisweite Aktionsbündnis Landkreis Harz inklusiv mit seinen 6 Arbeitsgruppen vorstellen. Ja, und dann hat unsere Europa-Aktionswoche noch verschiedene andere Angebote mit im Programm. So werden auch Kinofilme gezeigt vom Dachverein in der Reichenstraße. Also der Film In meinem Kopf ein Universum wird dort gezeigt und stellt die Thematik, wie mit Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft umgegangen wird und wie ein Mensch mit Handicap von der Gesellschaft angenommen wird und wie er selber seine Umwelt sieht, begreift und damit auch lebt. Also es ist ein sehr emotional gestalteter Film, aber sehr sehenswert. Die eindrucksvollen und sehenswerten Bilder von Carsten Hein unter dem Titel Die Schönheit der Blinden sind im zweiwöchigen Rhythmus auch in der Hartsparkasse in Halberstadt und Wernigerode zu sehen. Die Ausstellung wird dort hoffentlich auch zum Ort der Begegnung und sensibilisiert viele Mitmenschen für das Thema. In diesem Sinne, Hashtag begegnet in Inklusion, wir sind am Zug.